Große Pandas sind ebenso beliebt wie gefährdet. Es wird geschätzt, dass die weltweite Population etwa 2060 beträgt. Hao Hao war ein trächtiger Riesenpanda aus China. Sie bekam ihr Baby vor einer Kamera. Als sie das Panda-Baby sahen, weinten die Zoobesitzer. Bleibt dran, um herauszufinden, was passierte. Bevor wir von Hao Hao hören, haben wir heute eine sehr ähnliche Geschichte mit dir zu teilen. Lun Lun. Im Juli 2013 wurde ein Zoo in Atlanta, USA, von der schwangeren Lun Lun, einem 19 Jahre alten Riesenpanda, geweckt. Wie lange die Geburt bei Panda-Bären dauert, ist schwer zu sagen. Lun Lun und ihr Partner und Vater des Babys Yang Yang lebten seit 1999 zusammen im Zoo. Sie wurden 1997 in der Chengdu-Forschungsbasis für die Zucht von großen Pandas in China geboren. Wenige Jahre später wurden sie nach Atlanta gebracht, in der Hoffnung, sich fortzupflanzen. Es war Liebe auf den ersten Blick für Lun Lun und Yang Yang. Sie kletterte und schlief gerne, während er den Geruch von Tabasco und Lavendel liebte. Der Zoo dachte, es wäre eine lustige Idee, Online-Dating-Profile für die beiden Pandas zu erstellen. Als die Popularität wuchs, richtete der Zoo eine Live-Webcam ein, damit das Paar 24 Stunden am Tag beobachtet werden konnte. Während ihrer gemeinsamen Zeit bekamen Lun Lun und Yang Yang drei Kinder. Ihr erstes Baby wurde 2007 geboren. Ein männliches Jungtier namens Mailan. Ihr zweiter Sohn, Qilan, wurde 2009 geboren und ihre Tochter Po kam 2011 zur Welt. Die Mitarbeiter und Fans des Zoos waren begeistert, als sie erfuhren, dass Lun Lun zum vierten Mal schwanger war. Im Juli 2013 brachte Lun Lun ein winziges rosa Jungtier zur Welt. Als die Mitarbeiter des Zoos sich um die Mutter kümmerten, wurden sie überrascht, denn wenige Minuten nach dem ersten wurde ein zweites Jungtier geboren. Alle standen unter Schock. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Pandas in freier Wildbahn Zwillinge bekommen, aber weniger wahrscheinlich, wenn sie in Gefangenschaft leben. Die Zwillinge von Lun Lun waren die ersten, die seit 1987 in den USA geboren wurden. Wie du dir vorstellen kannst, waren alle überglücklich. Aus der Hälfte aller Panda-Geburten gehen Zwillinge hervor. Allerdings ist es sehr selten, dass beide Jungtiere überleben. Einige Pandas sind von der ganzen Aufregung bei der Geburt so verängstigt, dass sie eines der Jungen verstoßen. Gründe hierfür sind, dass sie nicht genügend Milch und Energie für zwei Babys haben, also konzentrieren sie sich auf das Stärkere. Die Versorgung eines Jungtiers ist für Panda-Bären schwierig. Sie ernähren sich von Bambus, der einen geringen Nährwert hat. Die Mütter müssen ihr eigenes Leben mit dem ihres Jungtiers in Einklang bringen. Um ein Verstoßen zu verhindern, behielten die Zoo-Mitarbeiter Lun Lun im Auge. Sie mussten die Mutter dazu überreden, eines der Babys abzugeben, um ihr vorzutäuschen, sie hätte nur eines. Hierzu lockten sie die Panda-Dame mit einer Schale Honigwasser, während sie versuchten, ihr das Kleine wegzunehmen. Um den Panda nicht zu beunruhigen, musste dies wiederholt werden, bis sie den Pflegern genug vertraute. Dies geschah kurz nach der Geburt. Die Zwillinge wurden dann bis zu 10-mal täglich ausgetauscht, um die Illusion eines einzelnen Panda-Babys aufrechtzuerhalten. Jedes Jungtier bekam die gleiche Menge an Aufmerksamkeit und die Mutter wurde nicht zu müde. Während eines der Jungtiere bei der Panda-Dame war, wurde das andere in einem Inkubator gehalten und mit Flaschenmilch gefüttert. Diese Methode eröffnete die Möglichkeit einer 100%igen Überlebenschance. Hiermit beschäftigt sich die Chengdu-Forschungsbasis schon seit Jahrzehnten. Vor 1990 lag die Überlebensrate für Zwillinge bei nur 30%. Die Mitarbeiter mussten auch das Gewicht im Auge behalten. Da sie Zwillinge waren, wogen sie viel weniger als normale Baby-Pandas. Der Zoo überwachte sie in den ersten 100 Tagen rund um die Uhr und zum Glück nahmen sie gut zu. Die Zwillinge, beides Mädchen, wurden Mai Lun, was auf Chinesisch unbeschreiblich schön, und Mai Huan genannt, was prächtig bedeutet. In den ersten Monaten durften sich die Zwillinge mit ihrer Mutter in Ruhe anfreunden. Später wurden sie zusammen mit Lun Lun in ein öffentliches Gehege gebracht, wo ihre Fans sie sehen konnten. Im Februar 2015 wurden die Zwillinge der Mutter entwöhnt und unabhängiger. Die Mitarbeiter hoffen, dass die Zwillinge eines Tages selbst Mütter werden und helfen, die Panda-Population zu erhöhen.
Bevor wir zu unserer letzten Geschichte kommen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und auf das Glockensymbol zu klicken, um weitere erstaunliche Geschichten aus der ganzen Welt zu hören. Hau Hau. Die Notlage der Pandas ist seit mehr als einem halben Jahrhundert bekannt. Bleib dran, um herauszufinden, was passierte, als dieser Panda sein Baby vor der Kamera bekam und die Tierpfleger weinten, als sie das winzige Jungtier sahen. Im Jahr 2016 waren große Pandas vom Aussterben bedroht, denn es gab nur noch 1864 Stück auf der Welt. 300 davon lebten in Zoos. Sie hatten einen Großteil ihres natürlichen Lebensraums durch menschliche Eingriffe verloren. Aber das Leben in Zoos half dieser Art nicht automatisch, sich zu vermehren, da Pandas in Gefangenschaft zögern, sich fortzupflanzen. Für Pandas ist es nur 2 bis 3 Tage im Jahr möglich, schwanger zu werden. In den Zoos haben sie die Wissenschaft und Technologie, um diese wenigen kostbaren Tage auszunutzen. Außerdem sind Zoos mit den Bedürfnissen der Pandas vertraut, was hilft, die Zahl der Geburten leicht zu erhöhen. Genau das passierte 2016 im belgischen Zoo Pairi d'Aïssa. Der Zoo hatte 2014 2 Pandas als Leihgabe aus China aufgenommen. Hau Hau, ein 6-jähriges Weibchen, und das männliche Jungtier Xing Hui. Die Tierpfleger nahmen die Hilfe von Experten in Anspruch, um Hau Hau ein paar Jahre später künstlich zu befruchten. Im Anschluss zeigte Hau Hau Anzeichen dafür, dass sie tatsächlich trächtig war. Sie fraß die doppelte Menge ihrer täglichen Portion Bambus. Dann nahm ihr Interesse am Essen dramatisch ab und sie weigerte sich, die Höhle zu verlassen. Die Mitarbeiter ließen Tests durchführen, die bestätigten, dass sie schwanger war. Aufgrund des frühen Stadiums musste der Zoo jedoch vorsichtig und in höchster Alarmbereitschaft sein, denn es bestand die Möglichkeit, dass Hau Hau eine Scheinschwangerschaft erlebte oder dass sie den Fötus verlieren könnte. Am 6. Juni 2016 gebar Hau Hau dann ein Jungtier. Dieses war winzig, rosa, haarlos und blind. Alle Pandabären werden haarlos und blind geboren, was bedeutet, dass sie die ständige Aufmerksamkeit ihrer Mütter benötigen, um zu überleben. Nachdem Hau Hau ihr Baby zur Welt gebracht hatte, tat sie etwas, das völlig ungewöhnlich zu sein schien. Sie benutzte ihre Zähne, um das Jungtier, das auf dem Boden zappelte und weinte, aufzuheben und hielt es in ihrem Mund. Die Zoowärter erschraken. War Hau Hau dabei, ihr Baby zu töten? Zum Glück konnten alle aufatmen, als das Panda-Baby zu weinen begann. Den Mitarbeitern kamen Freudentränen, weil sie nicht glauben konnten, dass sich ihre harte Arbeit ausgezahlt hatte. Das Quieken war das Lebenszeichen, die Mutter putzte und beschützte das Baby. Glücklicherweise hatte der neugeborene Panda auch die Zoo-Mitarbeiter, die sich um ihn kümmerten. Er würde so viel Hilfe brauchen, wie er nur bekommen konnte, da viele Jungtiere selbst in Gefangenschaft ums Überleben kämpfen. Die Mitarbeiter beobachteten, wie das Kleine langsam heranwuchs. Einen Namen gaben sie ihm zunächst nicht. In einem Video an seinem einmonatigen Geburtstag war zu sehen, wie dem Panda-Baby ein feines schwarz-weißes Fell gewachsen war. Sein Gewicht lag bei knapp über 1 Kilo. Der kleine Panda wurde vorerst Baby P genannt. Im August 2016 wog er fast 5 Kilogramm. Die Kameras fingen nach knapp 3 Monaten die ersten Schritte des Babys ein. Im folgenden Monat waren die Tierpfleger endlich bereit, Baby P einen offiziellen Namen zu geben. Sie baten die Öffentlichkeit um Hilfe und erstellten eine Online-Umfrage mit 5 möglichen Namen. Darunter Xing Hao, was auf Chinesisch guter Stern bedeutet, Wu Xing, Stern von Europa, Hua Li, China und Belgien und An Tuan, Vereinigter Frieden. Die Zuschauer voteten mit 40% für Tian Bao, was Schatz des Himmels bedeutet. Der Kleine gedeiht prächtig. Mit 4 Jahren wird er nach China gehen, um an einem Zuchtprogramm teilzunehmen und im Anschluss vielleicht in die freie Wildbahn integriert zu werden. Dies ist Teil des Leihvertrags seiner Eltern, die bis 2029 in Belgien bleiben werden. Bemühungen wie die des Pairi d'Aïssa Zoos haben sicherlich einen großen Einfluss auf die Erhaltung der großen Pandas. Im September 2016 wurde die Art von aussterbend auf gefährdet herabgestuft, da die Population auf mehr als 2000 Bären anstieg. Eine fantastische Nachricht, findest du nicht auch?
Wir sollten alle auf ihre Lebensumstände Rücksicht nehmen. Wie würdest du dich fühlen, wenn Pandas aussterben würden? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns über deine Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.